Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr Lieben. Also, ich habe euch im Blog schon davor erzählt, dass bei uns Realia leider, leider zumacht. Und ich habe mir gedacht, ich fahre da jetzt mal hin. Ich habe nämlich von niemandem gehört. Da gab es irgendwie 80% irgendwie auf alles oder wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne einfach mal Interesse halber mal dahin fahren. Vielleicht können wir da noch irgendwie was gebrauchen. Vielleicht gibt es auch ein paar Lebensmittel oder sowas, die man noch kaufen könnte oder paar, keine Ahnung, Kosmetiksachen vielleicht oder so, falls sie überhaupt hier noch irgendwas da haben, weil, wie gesagt, Angie war ja gestern da und die sagte, leer, alles leer. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin und gucken uns das Ganze zusammen mal an. Also wir sind hier gerade angekommen und es ist echt ein schreckliches Bild. Ne? Ich finde, es ist so traurig, wenn ein Laden irgendwie zumacht. Ich finde es und vor allem, wir stehen gerade hier vor dem Asia-Laden und hier sieht es auch nicht besser aus. Ich zeige euch mal ganz kurz mal die Cam. Erschreckend irgendwie. Schaut mal, ich weiß gar nicht, was das hier überhaupt ist. Also warum Asia-Laden jetzt hier so komisch mit den Einkaufswagen zu ist, ob die auch zu machen, weil Fakt ist, macht wohl alles zu. Guckt, also da ist komplett diese ganze Reihe wohl, ne? Oder nicht? Meinst du alle? Ich meine, es macht auch keinen Sinn, wenn Real eh weg ist. Was soll denn das da noch sein, Wir ne? sehen nur hier ganz viele Leute, die Ja, die kommen hier kommen nach und gehen. Ja, oben, ja. stehen vor verschlossener Tür. Warum ist bei Ich Döner gehe wieder weg. abgesperrt auch? Döner geht auch raus? Das ist auch alles raus. Döner geht auch weg. Oder bauen die nur um? Ja, das ist schade. Da steht was an der Tür. Ja. Ach so. Heute letzter Tag, 16.3. Ja, okay. Schade. Ich finde das echt schade. Guck mal, hier ist auch alles zu. Das ist wirklich irgendwie auch traurig, wirklich. Das war's. Ja. Was haben wir hier für schöne Videos gedreht? Ja, ich finde auch. Voll blöd. Ja. Das kann keiner glauben, dass der zu ist. Ja. Alle gucken hier unten, Leute, in die Ja, Fenster rein. ja. Ja, vor allem, weil er wie lange hier schon war? Scheint leer zu sein, ne? Jahrzehnte gefühlt, ne? Nur ist vorbei. Ja, schade. Aber mich wundert das nur mit dem Döner oder baut er nur um, Wollen weil die Container haben. Döner kaufen? Die ist alles leer. Da kannst du nichts kaufen. Auch nicht. Alles leer. Das war's. Aber Parkplatz ist voll. Aber was ist mit diesem Möbelladen? Da ist noch so Kaps Möbelladen. Ich weiß nicht, ob die. Guck mal, die sind mit Einkaufswagen. Die wollten mit Einkaufswagen einkaufen da, aber das ist alles weg. Ja, wenn die Leute mitbekommen. Nee. Also Dönermann baut ab, das heißt, er ist dann weg und auch die wahrscheinlich auch, ne, Asia? Ich Das finde sieht das. irgendwie alles so aus, ja. Ja, Ladenschließung, doch. Ich schätze mal, hier kommt halt die Abrissbirne. Ja. Aber ich glaube, das macht auch keinen Sinn mehr, ne? Wenn hier der Hauptmagnet wirklich weg ist, wo man einkaufen fährt und dann holt man sich quasi noch einen Döner oder so. Ja, genau. Hier wird keiner herfahren, um sich einen Döner zu holen. Dafür gibt es zu viele Döners überall. Naja, also, jetzt geht's wieder zurück nach Hause. Nein, und wo wir ich schon dachte, hier sind, können wir noch mal da drüben reingucken. Das ist auch leer. Also ich finde dieses Einkaufszentrum, da ist auch nicht, da ist nicht viel drin. Bis auf Action! Ich dachte, wir können zu wolltest, Action! Nee, ich denke, du wolltest hier noch Pulli holen. Ja, aber da haben die nichts. Wobei C&A vielleicht gucken? Bei Intersport. C&A? Nee, Intersport habe ja, ich schon geguckt. Gehen die wir haben da mal nichts. Hin, wenn wir schon hier sind. Ich brauche meinen Rucksack. Ja, die Leute sind tatsächlich alle so ein bisschen traurig. Ne? Alle gucken so und irgendwie nicht so schön. Also, jetzt geht's einmal zu C&A. Ich hatte überlegt, nee, mein Stückchen. Dran, wir schließen diesen Markt. Ja, ich habe im Internet gelesen, dass alles dicht macht. Ja. Dass alle realen. Ja. Also, die nein, schließen unsere Märkte nicht, stand mal. Verbreitet sind, aber. Oh, ist geil. Ja, ne? Also in diesem Baltic Center, da ist auch nicht so viel drin. Irgendwelche ich muss jetzt Etagen im Baltic sind da zeigen. Ich dreh mal. Das da, das Einkaufszentrum. Da war ja früher mal New Yorker, ist nicht mehr. Da ist jetzt Ulla Popken drin. Adler, Ulla Popken, Popken. Die haben, echt nicht? Die haben, glaube ich, etwas größere Größen, meine ich. Frauen. Echt? Oh ja. Auf jeden Fall, Woolworth ist noch drin. Pferdepolster glaube ich auch oben. Café ist zu. Auf der anderen Seite ist Action. Naja, wir müssen jetzt mal über die Straße erstmal kurz rüberkommen. Aber es sieht auch so irgendwie fast einsam und verlassen aus. Ne? Dunkel,
Aber ich glaube, der Friseur ist noch drin. Lässt ihr es euch dann kommen? Und C&A ist da noch drin, oder? Wir gucken mal. Weil hier sieht es auch gerade nicht nach Riesen. Hier rein? Ja, doch, doch, nee. Ziehen. Dankeschön. Doch, ziehen. Ach, ne, hier sind noch ein paar Geschäfte. Hier sind noch ein paar Geschäfte. Du gehst jetzt zu Olaf Hopkin und holst dir was Schönes zum Anziehen. Nee, das ist ein größerer Grill. Ich glaube, die haben nichts für andere, oder? Das sind für alte. Ha? Für größere Größen, oder? Ja, alles sind größere Größen, aber schnuckig. Also für mich. C&A wollten wir mal gucken. Guck mal da, siehst du schon die Farben? Hübsch. Okay. Mach auf die Kiste. Wir gucken mal, was es hier Schönes gibt. Das ist doch dasselbe, denke ich. Das gleiche. Ja, ich habe, nee, glaube ich, hier mein... Hier hast du sowas nicht. Nee. Meine ist H&M oder Zara, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal. Ich wollte irgendwie so ein bisschen nach Farben gucken. Wir haben sie ein bisschen was Farbiges, weil ich habe überwiegend beige, weiß, schwarz, grau. Das sieht doch süß aus. Das Blaue hier. Der blaue Pulli. Naja, ist so. So, hier sehe ich so ein bisschen Farbe, Orange. Das ist irgendwie nicht so meins. Jackett Orange. Oder ist es jetzt in? Sind diese Farben in? Wahrscheinlich. Ah, guck mal, den gibt es auch in Schwarz. Das ist auch cool, Schnucki. Wollte ich auch mal haben. Was kostet denn hier so ein Tonschuh? 60 Euro. Ja. Wobei habe ich dir gerade gesagt, Farbe? Aber die sind schön. Hier haben wir noch ein paar bunte Hosen, aber das ist nicht so bunt. Ich wollte irgendwie sowas in der Art als Pulli haben. Da haben sie Jacken. Jacken. Grün, guck mal. Runtergesetzt auch, 34,99 Euro. Hast du schon was für mich gefunden? Ja? Lederjacke? Ja. Ja. Ich hab hier mal eine angezogen. Stimmt. Mhm. Ich glaube bei Insta. Oder einfach auf dem PC. Achso, Community Store. Mhm. Nein. Ja, genau. Also hier ist schon mal so ein bisschen was. Aber das sind so Oversize. Ja. Ja. Aber die Qualität ist nicht so cool. Man kann sie durchgucken. Kann überall durchgucken. Ja. So, hier gibt es nochmal ganz, ganz farbige. Guck mal, Schnucki. Hier, ich hab was. Rosa Pulli. Kostet 25,99 €. Der ist auch ganz hübsch eigentlich. Wie findest du den? So einen habe ich ja schon so ähnlich, ne? Schwarz gestreift, weiß gestreift, nicht so. Ich habe da was gesehen, guckt mal. Hier ist auch noch so ein Langarm, nee, auch ein dünner Pulli. Der ist auch cool. 16 Euro in S. Guck mal, der ist schön. Oder, was sagst du? Fantastisch. Ah. Ist ruhig, ne? Keiner ja, da. Hier ist kein Geschrei, keine ja. Musik, kein... Stimmt. Ja. Also wenn man älter wird, ne? Früher hätte ich ja hier laute Musik bevorzugt, aber ja, ne? Im Moment muss ich sagen, Leute, hier können wir öfter mal herkommen. Ich habe 4 Pullis gekauft und habe 71 Euro bezahlt. Wollen wir nicht gucken für dich? Oben haben die Männerabteilung 71 Euro. Was ist denn hier passiert? Aber die Pullis waren reine Baumwolle, zumindest die anderen beiden, lila und rosa. Kein Elektroschock. Nee, genau. Vielleicht. Wollen wir kurz mal zu Action? Nee. Wir gehen jetzt nach Hause. So, wir kommen hier immer noch nicht so richtig drauf klar. Wir wollten hier noch mal kurz mal lang gehen und gucken. Ja gut, das haben die zugemacht, das war der Lehrgutannahme. Also ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, na? Ob die bei den anderen Geschäften auch irgendwelche Zeit stehen, dass sie zumachen. Aber ich vermute mal fast, ja, Sparkasse wahrscheinlich auch, ne? Macht ja auch keinen Sinn, dass die hier irgendwas aufhaben. Und? Auch zu? Ja. Die Immobilie wird in Kürze umfassend umgebaut. Weil der Betrieb ist so viel Räumlichkeit leider nicht möglich. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Ah ja. Die werden wohl aufzumachen, ne? Die Reinigung.
Ich bin gespannt, was sie hier mitmachen. Habt ihr das alles wegreißen? Oder ob wir nur was Neues reinkommen? Eine gute Frage. Tattoo war hier auch raus. Oder kommen die erst rein? Tattoo? Wusste ich gar nicht, dass Tattoo hier war. Umzug. Ah, doch, Umzug. Mhm. Und Tattoo-Studio war wahrscheinlich, war hier nicht Klink? Hat Klink zugemacht? Hier war doch Klink. Hier in den Spiking Center. Hinter und da gegenüber Woody. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Wir sind mittlerweile zu Hause und guck mal, so sieht der blaue Pulli schon mal aus. Also blau-lila ist er so ein bisschen, also eigentlich eher blau. Ist sehr dünn und ist auch gut zu ihr jetzt gerade so für den Frühling, gerade vielleicht für so eine dünnere Jacke quasi. Ne? Also er trägt nicht so doll auf, ist wirklich sehr, sehr ja, dünn. Na gut, ich habe jetzt ein T-Shirt drunter an, aber mit Langarm. Und ich finde den von der Farbe her, ich habe gedacht so, wenn ich mir meine Videos angucke, bin ich dann doch meistens entweder beige oder halt weiß. Und bei dem habe ich gedacht so, vielleicht ein bisschen Farbe mal reinbringen, ist auch mal nicht schlecht, gerade so für den Frühling jetzt. Naja, im Sommer hat man sowieso halt etwas kräftigere Farben oder ja, einfach farbige Klamotten. Aber wenn ich mir jetzt so meinen Schrank aufmache, guck mal, da ist es schon halt einen Tick anders. Guck mal, das ist alles so beige, blau, schwarz, grau, weiß höchstens, ne? Und der Pulli quasi jetzt mit, zum Beispiel mit weißer Hose würde optimal sein. Wirklich, also gefällt mir. Ich weiß nicht, wie die Qualität so ist, ne, von C&A. Aber eigentlich habe ich mir schon ein paar Mal was gekauft da früher und gefiel mir eigentlich ganz gut. Deswegen, ich bin gespannt, wie es sich nachher auch nach der Wäsche aussieht. Die Kinder nehmen gerade was auf. Deswegen, ich finde es ganz cool. Jetzt kommt der Pulli in Pink. Gefällt mir wirklich total gut. Ne? Das ist wirklich also eine ganz kräftige, schöne Farbe, wie ich finde. Wobei ich auch Rosa oder auch Alt-Rosé sehr gerne mag. Aber das ist jetzt im Grunde der gleiche Pulli, nur halt in Pink. Den finde ich auch ganz hübsch. Sieht wirklich richtig fresh aus. Also gerade, wie gesagt, mit weißem Unterteil, sei es jetzt Hose oder vielleicht Rock oder so. Ich finde, es sieht ganz nett aus. Dann haben wir den Pulli nochmal in Lila. Mein Schnucki meinte, ja, das ist doch auch schon wieder dieses Pastellfarbige. Ne? Aber ich finde, das ist wunderschön. Die Farbe finde ich richtig gut. Da kann man vor allem auch vielleicht eine weiße Bluse drunter anziehen oder so. Und ich finde den ganz hübsch. Auch so farbig halt, ne? Und fühlt sich auf der Haut auch ganz anders an. Das ist halt eben diese Baumwolle. Das merkst du gleich, wenn du es in der Hand festhältst. Die anderen nicht. Die anderen, glaube ich, ist eine Mischung eher. Ne? Da ist bestimmt auch irgendwie Polyester drin oder so. Weiß es aber nicht genau. Haben wir hier irgendwo ein Schild? Auf jeden Fall, bei dem ist es was anderes hier. Was haben wir hier denn? Ja, guck mal. Das sind Acryl. Ja. 50% sogar davon. Und ja, auf jeden Fall fühlt man aber gleich, ne, auf der Haut. Aber wie gesagt, also der hier in Lila gefällt mir wirklich gut. So, jetzt kommen wir zum letzten Pulli, zum vierten. Finde ich auch sehr, sehr schön. Habe ich jetzt ein bisschen umgekrempelt. Den kann man auch ganz gut zum Beispiel zur kurzen Hose anziehen, ne? Wenn es so im Sommer nachher so abends ein bisschen kühler wird oder so, oder morgens, kann man das wirklich sehr schön anziehen und gefällt mir wirklich sehr gut. Genau, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, also was ihr so vor allem gerne tragt, also welche Farben, ob ihr eher farbenfrohe Farben mögt oder eher so ein bisschen dezentere, so ein bisschen, es gibt auch Leute, die mögen unheimlich gerne schwarz, kenne ich auch schon einige davon und wie gesagt, ob ihr sagt, ja, ist vielleicht mal so, ich hatte früher auch teilweise eine sehr farbige Phase mal gehabt. Früher mal, ne? Da war auch irgendwas mit Farben gestreift, verschiedene Farben gestreift oder irgendwelche Karohemden oder sowas. Ja, also ich mag die. Es ist so schön draußen heute, Leute. Die Sonne scheint. Es hat zwar zwischendurch mal geregnet. Ich will mal ganz kurz mit euch einmal ins Gewächshaus mal gehen. Achso, und wisst ihr was? Ich habe diese Zweige hier übrigens rausgenommen aus dem Wohnzimmer, weil da diese ganzen, keine Ahnung, was es ist, runtergerieselt ist immer. Und ich weiß nicht warum. Weil, guck mal, die Blätterchen, die gehen ja schon auf jetzt hier, ne? Was das ist?
Als ob hier irgendwas dran ist, aber hier ist nichts dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt von den Knospen kommt oder was. Auf jeden Fall diese komischen Dinger. Ich habe das ein paar Mal abgewischt und habe gedacht, nee, das ist echt eklig, das im Wohnzimmer zu haben. Habe ich rausgestellt. Keine Ahnung. So, ich will mal ganz kurz ins Gewächshaus gucken. Mit Max haben wir die Erde darüber gebracht. Ich muss unbedingt die nächsten Tage mal langsam loslegen. Oh, die Frühlingszwiebeln werden größer. Guckt mal. Das ist ja wunderschön. Guck mal. Ich hätte gar nicht so viel Platz lassen müssen, ne? Man hätte auch noch mehr, also viel. Aber ich habe doch relativ gut eigentlich bestückt, oder nicht? Na, vielleicht kommt es ja noch. Auf jeden Fall. Ich würde gerne diese beiden, genau, die muss ich unbedingt austauschen. Die hatte ich gedacht, kippe ich bei mir irgendwo hinten. Weil die. Meiner Meinung nach haben die irgendwelche Eier drin. Und ich weiß nicht, was das ist. Diese hier, guckt mal. Das hier zum Beispiel. Die kann man knacken. Und was ist das? Eier von irgendwelchen Viechern dann, oder was? Da, seht ihr das? Alles voll. Überall sind diese Eier da. Und ich weiß nicht, was. Und wenn ich das bei mir ins Beet kippe, was wird denn da was schlüpft denn dann da? Ach, guck mal, das Gras kann ich auch schon rausnehmen. Fängt an zu wachsen, dieses wunderschöne, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist irgendein Gras, was ich gepflanzt habe. Genau, und diese Töpfe, die haben nichts. Da sind keine Eier oder sowas. Guck mal, den habe ich immer noch nicht eingepflanzt. Wollte ich ganz gerne mal in so einen extra Topf einpflanzen eigentlich. Ja, Petersilienminze sehen auch ganz gut aus. Ja, ich freue mich, wenn es endlich mal wärmer wird, dass man endlich mal was anpflanzen kann. Ich hatte schon geguckt bei uns bei dem Gärtner, in der Gärtnerei, ob die schon irgendwie Gemüse haben oder so, Salat. Nein, ist nix. Ist noch zu früh wahrscheinlich oder so, ne? So, ich bin schon mal beim Abendbrot, ihr Lieben. Und zwar habe ich für mich einmal so Bärlauchsalat gemacht. Da kommt jetzt aber nochmal Schmand rein. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen immer gegessen. Schmeckt wirklich super lecker. Man kann sogar mit dem griechischen Joghurt das Ganze vermischen oder mit Creme Fraiche, je nachdem, geht auch. Oder mit Öl. So, dann haben wir hier Lachs, muss ich aber nochmal gleich machen. Bärlauch, Frischkäse. Und hier haben wir den Teller für meinen Schnucki mit ebenfalls Bärlauch, Ei. Ganz viel, also Paprika diesmal nicht. Gurke, Radieschen, Tomaten sind drin. Also diese polnischen Tomaten, die schmecken wirklich sehr, sehr gut, die Fleischtomaten. Und Gouda Möhre. Das war's. Genau, da kommt noch ein bisschen Mayo gleich drüber. Und dann ist Adams Abendbrot schon fertig. Und das Brot wird gerade, kurz hier irgendwie im Ofen gemacht. Brot. Da. Also dieses Brot, das hat mir mal eingefroren. Das geht jetzt einmal in den Backofen. Und das wird nachher schmecken wie frisch gebacken. So schaut das Ganze aus. Für mein Stück habe ich schon gezeigt den Teller. Jetzt habe ich nur noch einmal Baguette, was wir aufgebacken haben, mit diesem Bärlauch-Frischkäse beschmiert. Ich habe das für mich einfach zum Dippen genommen. Ich habe gedacht, das wäre einfacher. Jetzt habe ich, glaube ich, bald Bärlauchvergiftung oder so. Bärlauch ist im Salat ganz viel drin, auch in diesem Dip. Auf jeden Fall ist das hier unser Essen. Und das Brot ist wirklich sehr, als ob es gerade frisch gebacken wurde. Das ist knusprig von außen, teilweise von innen. Wir wollen also gleich dann Abendbrot essen. Und dann wollte ich noch mal was zeigen, was hier angekommen ist zwischendurch. Und zwar von dieser Firma jetzt hier, die gibt es ja bei Insta nur. Good Food aus Berlin. Da habe ich doch diese Fruchtleder gekauft. Und dann haben sie jetzt auch solche Pralinen ohne Zucker. Also wirklich gar nichts drin. Nur halt diese Früchte, Trockenfrüchte oder Trockengefrierfrüchte. Das ist eine sehr, sehr dunkle Schokolade. Also die schmeckt bitter, aber das schmeckt so lecker. Dieses Ganze ist natürlich, ne? Also auch diese blaue Farbe haben die zum Beispiel, haben die auch nochmal erklärt bei Insta, dass sie das durch irgendwelche Heidelbeeren zum Beispiel färben oder durch Himbeeren und so weiter. Guck mal, sieht cool aus, oder? Ich finde, sowas kann man sehr gut verschenken. Wirklich, ist echt mega und schmecken sehr, sehr gut. Und einen habe ich schon gegessen. Aber das ist schon jetzt 3 Tage her, wo ich dann eine Praline gegessen habe. Ja, schmeckt sehr gut, wirklich. Und eine reicht auch schon völlig aus. Dein Schnucki ist ein Zucker-Junkie. Ich weiche immer wieder so über welche Früchte. Fruchtzucker. Sagst du immer so, hey, ich esse keinen Zucker. Es ist eigentlich auch kein Zucker. Dann es ist ja nicht mal. Alles voll mit Fruchtzucker. Ja, Fruchtzucker. Ja, aber ich habe gesagt. Honig isst du jeden Tag. Ja, das stimmt. Aber heute Morgen hat er auch Honig gegessen. Ja, also es ist immer irgendwie mein Ausgleich. Ausflucht in die Zuckerwelt. Du bist schon davon geheilt nach 7 Jahren. Frucht. Nee, du bist. Ja, ich war ja manchmal Fruchtzucker, ne? Ja, ja. Also das war ja, aber Fruchtzucker, danach ist man nicht mehr süchtig.
Nee, das stimmt. Aber manchmal habe ich ihn immer noch, wenn ich mich viel bewegt habe, halt ein Ich habe das bisschen. Gefühl, man ist nach Zucker süchtig. Und Ja. wenn man dieses Gefühl überlistet hat mit Fruchtzucker, Ja. bei Fruchtzucker habe ich das Gefühl, ist da, dann kann man ruhig sagen, so, nee, das braucht man nicht Ja, irgendwie. bei Fruchtzucker musst du auch wieder aufpassen, ne? Für die Leber ist auch nicht so gut. Also, Schreib mal Zucker naja. auf. Ja, muss ich Dann quatsche ich echt. dir schon wieder ins Wort jetzt. Nein. Nee, du hast mich gefragt, ne? Dann darf ich Ja, antworten, ja? ja. Okay, jetzt bin ich wieder leise. Mein Schnucki fühlt sich so unterdrückt gerade Ja, hier. ich bin sowas von unterdrückt. Aber Adam sagt mir immer wieder neue Übungen für. Kurz mal so. Ich habe gerade, eigentlich wollte ich die Kamera drehen und dann ist aber alles ausgegangen. Also, wir haben noch weiter gequatscht, weil ich nicht gesehen habe, nimmt sie auf oder nicht auf. Also, wir haben jetzt angefangen zu sprechen von, also Fruchtzucker ist jetzt erledigt, ne? Und mein Schnucki hat sich ja das neue Buch gekauft und zwar Augenübungen. Ein richtig cooles Buch, er hat schon, glaube ich, die Hälfte durch und kommt immer jeden Tag mit neuen Augenübungen. So. Heute war eine zum Beispiel, er sagte, du guckst in die Mitte und dann guckst du immer zu 1, zum Beispiel zur Uhr. Wieder in die Mitte vom Auge, dann zu 2, zu 3. Also die ganze Uhr gehst du so rum. Man zeichnet die Uhr nach. Man zeichnet die Uhr nach, okay. Also auf jeden Fall, ich drehe die Kamera jetzt nicht mehr, das ist voll blöd gerade gewesen. Wir sappeln und sappeln und sappeln. Ich weiß schon gar nicht, was wir jetzt erzählt haben, aber. Weiß eigentlich irgendjemand, warum man Augentraining macht? Hast du schon mal erzählt? Das haben wir Das doch schon macht man ja nicht einfach angesprochen. so. Nee, Augentraining wollten wir eigentlich machen, damit man keine Lesebrille mehr braucht. Und wir hatten das schon mal gehört, dass man halt durch Augenübungen das Sehen verbessern kann. Ein Bekannter von dir hat sogar gesagt, oder ehemaliger Kumpel von früher, er hat gesagt, kannte der Ich den? habe ein Nein. Buch davon Es gibt ein gelesen. Buch, doch, es gibt sogar ein Buch über einen Jungen oder jungen Mann, der immer blind war eigentlich und dann hat er Ich weiß nicht, ob Augenübungen er gemacht. immer blind war. Er war blind. Ob er früher Okay, von dann war er Anfang an blind. blind war, weiß ich Ich nicht. meine, er hat mal erzählt, dass er wirklich blind war von Geburt an. Und dann hat er irgendwelche Übungen gemacht, also Augenübungen. Und dann konnte er nachher sehen. Irgendwie Hat so. einen Es gibt sogar ein Führerschein Buch. gemacht und fährt jetzt Auto. Ja. Irgendwie so. Also, ja. Und man wird halt eben älter, ne? Ich brauche manchmal auch die Brille, wenn ich am Schreibtisch sitze, die Beleuchtung nicht so gut ist, vielleicht die Zahlen so ein bisschen gräulicher sind. Und dann denke ich so, was ist das für eine Zahl? Eine 3 oder eine 8? Holst eine Brille, guckst durch, ja, okay, dann ist es eine 3 oder so. Ja, ich, wie gesagt. Na gut, ihr Lieben, also bei uns ist hier langsam Feierabend. Aber wieso, ich muss jetzt noch mal kurz dazwischen Puh, kommen. dann mach. Ich stell mal kurz die Cam ab. Man kann doch ruhig eine Brille aufsetzen, dann siehst du auch wieder scharf. Ja, das stimmt, aber dann sind die Augen, gewöhnen sich dran an die Brille. Wisst ihr, was? Warte mal. So. Ups, wo bin ich? Und dann? Ja, Dann hast du halt den Urlaub, die ne? Augen gewöhnen sich nachher an die Brille. Und wenn du die Brille abgenommen Was für hast, ein Urlaub? Wird nachher. das eine längere Sache hier? Ich sag sie bloß nichts mehr zu deiner Videolänge. Meine Güte. Kommentare da, die waren ja auch der Erde schön. Ja, aber das tat mir ja so leid, aber das habe ich schon im Video davor erzählt. Das war so. Also, wenn man eine Brille aufsetzt, Ja. ist das so, als wenn man seinen Arm eingipst. Wenn man 6 Wochen Gips trägt, dann Ja, sind die im Muskeln Arm alle einfach. Muskeln weg. Ja. Ich habe mal einen Gips getragen und danach war der nicht mehr zu gebrauchen. Dann muss man jetzt wieder trainieren und dann, wenn man Ach trainiert hat, so, man kann nicht dann. sehen. Ich kann nicht sehen. Das meine ich ja nicht. Ich meine ja, du sollst das so hinstellen, dass man mich Voll nicht süß, sieht. guck mal, Also, und dann nein. trainiert man halt den Arm wieder, damit er wieder Muskeln kriegt, damit man ihn bewegen kann. Und bei den Augen, wenn die nicht mehr so gut gucken können, sollen angeblich auch die Augenmuskulatur erschlafft sein. Ja. Und die kann man halt trainieren. Natürlich nicht so wie, ne? Also man kann keine Gewichte dranhängen, aber man hat halt jede Menge Übungen, mit denen man das wieder hinkriegen soll. So, ob das stimmt oder nicht, wissen wir jetzt nicht, ne? Also, das haben wir selber noch nicht Wir festgestellt. probieren es aus. Ja, und berichten euch dann davon. Na gut, ihr Lieben, also, ich würde sagen, das war's jetzt hier an dieser Stelle mit unserem Video. Ich hoffe, dass euch Einen das alles schönen Bonus gefallen hat. an. Ja, Wo hast du den ne? denn her? Von C und A. Du wirst immer schnuckeliger. Ja, 20 Euro, ne? Pulli, also geht, finde ich, dafür, Ich glaube, ich dass muss du mal eine Frau. nachziehen. Wenn mit Ich habe schon einem gesagt, vorhin wollen wir nach oben für Vollkragen. dich mal was gucken, weil für Männer haben sie ja auch oben eine Abteilung, aber dann wollte nicht mehr. Nachdem das Kind geschrien hat und dann noch eine andere Frau die Mutter von dem Kind angeschrien hat, weil das Baby, also das Baby, es war vielleicht nicht mal 2, ne? Muss ich mich jetzt eigentlich mehr Ja, melden, wenn ich mal bitte. was Ja, sagen sag möchte? was. Ja. Also, ja, grundsätzlich mal hier zu diesem einen Kommentar. Ich quatsche mir dazwischen, ne? Da muss ich jetzt hier mal dazwischen quatschen, weil wenn ich nicht dazwischen quatsche, Dann komme ich kommt er ja nicht gar zu nicht mehr zu Wort. Wort. Ich muss dazu, dazwischen, ich muss mir dann eine Bresche schlagen, damit ich hier was sagen kann. So, das haben wir jetzt erledigt. Und ich hatte nicht keinen Bock mehr, weil da ein Kind geschrien hat, Nee, nee, sondern nee. ich habe
einfach keinen Bock. Es hat nicht nur das Kind geschrien, das muss ich mal erzählen. Das war eine ganz komische Sache. Wir haben uns da die Pullis angeguckt mit Adrian, das habe ich aber sogar noch aufgenommen. Dann hört man das Kind schreien, aber na, das kleine Kind, haben wir schon gesehen, das wollte immer zur Rolltreppe und so weiter. Und dann hat es irgendwie geschrien, so ein bisschen bockiger geschrien. Und dann fing sich aber eine fremde Frau mit der Mutter von dem Kind an zu streiten. Die haben sich beide angeschrien. Und dann habe ich zuerst gar nicht geschnallt, warum die sich anschreien. Aber es ging wohl darum, dass das Kind von der Rolltreppe weg musste, weil es ist natürlich zu gefährlich alleine. Und die Mutti war wohl irgendwie so ein bisschen am Einkaufen, der Vater war oben von diesem Kind. Und die haben sich nachher beide gegenseitig angeschrien. Das war ein richtiger Streit. Also sowas habe ich in der Öffentlichkeit noch nie gesehen. Das jetzt aber auch nicht vergessen. Die, die geschrien hat, war blond. Ja, genau. Und die andere waren beiden halt, Muttis und der waren, Papa, die waren alle dunkelhaarig. Ja, genau. Also es waren halt... Mehr darf man hier nicht sagen. Nein, aber ich habe mich nur gewundert, weil die sich beide, so diese, na, die Blonde, die hat so geschrien. Ich hätte einfach das Kind genommen und hätte mit dem Kind zusammen auf der Rolltreppe gespielt. So kein Ding. Auf der Rolltreppe sollst du aber nicht spielen. Darum ging es nicht. Das ist doch kein Spielen, man fährt ein bisschen hoch, andere Seite runter. Ja, okay, schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, was da war. Die haben sich findet doch eine Rolltreppe total gut. Ja, die haben sich sehr, sehr doll angeschrien. Und dann, das habe ich gedacht, ich habe es mit aufgenommen, weil man hört aber nur, ich habe angeguckt, die Daten nochmal. Man hört nur das Kind erstmal schreien, so. Aber danach kam die Schreierei der Erwachsenen. Die haben beide gekreischt, also. Naja, und die Verkäuferin standen da, die wussten gar nicht, was los ist. Und es ging aber halt eben, weil das Kind sollte von der Rolltreppe weg. Es wollte irgendwie immer wieder hoch oder runter. Meiner Meinung nach hatte sich da überhaupt nicht einzumischen, diese Frau. Das ist aber gefährlich. Ja, man kann es ja auch nett sagen. Man kann doch sagen, euer Kind ist an der Rolltreppe. Wollt ihr das dann nicht mal wegnehmen oder so? Weil ich meine, es ist gefährlich, ne? Das müsst ihr auch selber wissen. Du kannst doch nicht das Kind da. Das kannst Kind war gerade vielleicht eineinhalb oder so. Lief gerade mal. Leuten einmischen. Ja. Warum? Aber trotzdem, also das war sehr komisch. Das und hätte sie das Kind retten wollen, hätte sie es ja retten können. Wenn es in rettungswürdiger Situation ist. Trotzdem lässt man das kleine Kind halt nicht an der Rolltreppe. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, also sich anschreien, ich habe das überhaupt zuerst gar nicht verstanden. Ich habe nur zuerst gedacht, so, wer schreit da? Ob das irgendwie Geschwister sind oder Kinder. Ja, nichts zu deiner Laufzeit sagen, aber... Tschüss. Bestimmt tschüss. Schon wieder eineinhalb Stunden. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ich freue mich schon auf die Kommentare, dass ich wieder dazwischen gequatscht habe. Nein.